Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, ich glaube, in der letzten Folge haben wir jetzt gar keine Fischstäbchen, gar keine Fische gefangen, aber ich gucke trotzdem mal eben, ob wir Fischstäbchen machen können, weil ich konnte ja jetzt einige Tage leider nicht mehr spielen. Ah, okay, können wir nicht. Ich habe jetzt ein bisschen was noch freigeschaufelt. Das heißt, ich hoffe, dass ich heute noch die ein oder andere Folge aufnehmen kann. Kupferessenz, sehr schön. Bringe die Silberessenz, den Schwebetrank und den Besen zu Zephyr oder wie das ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Da müssen wir sowieso gleich noch hin. So, wir können Honig holen. Wir können Honig holen. Eine seltene Angelegenheit, weil es ja doch sehr, 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 sehr lange dauert, bis man den endlich holen kann. Hä? Ach so, das sind die Äpfel. Ich habe hier immer Panik, dass ich die Blumen eventuell mit abmache. Deswegen muss ich da mal aufpassen. Ja, und wieso geht die jetzt auf die Zitrone, wenn gerade noch die Maulbeeren angezeigt worden sind? Ich verstehe es nicht, aber okay. So, ich stehe jetzt direkt vom Honig, aber ich kann den Honig nicht anvisieren. Das sind so diese kleinen Feinheiten, die ich niemals verstehen werde, glaube ich. Okay, die brauchen noch 2 Tage länger, wenn ich das richtig sehe. Dann, Kompost konnten wir ja mal wieder nicht machen. Da schaue ich jetzt auch nochmal eben, ob mal ein Wunder geschieht und wir doch nochmal ein bisschen Unkraut erhalten. Aber es sieht leider nicht so aus. Es ist richtig, richtig übel, weil wir brauchen ja noch, ich weiß nicht, 7, 8 Kompost. Also Dünger, Kompost, ich weiß nicht, wie es heißt. Und wir bekommen einfach ums Verrecken kein Unkraut. Es ist so zum, naja, ihr wisst schon. So, Moment, das müssen wir nicht gießen? Okay. Aber die Zitrönchen können wir sammeln. Und die anderen Äpfel können wir auch sammeln. Kann das sein, dass ich das irgendwie letztes Mal vergessen habe? Ich weiß es nicht, weil das jetzt gerade alles so auf einmal kommt. Okay, das letzte, das ist ja noch relativ neu, sage ich mal. Ach, das kann auch sein, dass das noch gegossen ist. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge den Regenzauber gemacht, oder? Oh, 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 oh. Moment, ich komme gleich und mach weiter. Ich muss mal eben mit der reden. Die Trolla haut nämlich immer ab, wenn ich mit der reden will. Emmy and Finn were asking me how my barometer worked, and I thought, wouldn't it be grand to have a summer science camp? But summer is almost over. At least it should be. This really is an odd place. So, gehen Sie weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Das weiß ich nicht. Das war das andere Huhn, glaube ich, ne? Müssen wir gleich mal gucken, dass wir das dann auch noch zu Ende machen. Ich meine, das ist das rechts gewesen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe gar nicht so wirklich auf die Farbe geachtet, ehrlich gesagt. So, Moment. Ah ja, okay, perfekt. Damit ich euch hier noch so ein bisschen zumindest auseinanderhalten kann. So, dann haben wir schon mal eine Hühnerfeder. Das andere hatte mir jetzt gar keine Feder gegeben, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, ja, du kriegst auch noch was. Bell mich doch nicht so an. Das Gackern hörte sich gerade etwas seltsam an. Ja, genau wie meine Stimme wahrscheinlich jetzt auch, muss ich dazu sagen. Also, ich weiß nicht. Entweder mein Freund oder meine Tochter, einer von beiden, haben es tatsächlich geschafft, mich jetzt anzustecken. Deswegen ist es jetzt gerade aktuell stimmlich wieder so ein bisschen kratzig, um es mal so zu sagen. So, das Kleine müssen wir noch machen. Komm her, Küken. Ich habe schon deinen Namen wieder vergessen. Beatrix. Ach ja, genau. Beatrix, sie ist die Mutter von einer Freundin von mir früher. Nee, stimmt gar nicht. Die hieß Beate. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Hallöchen. Du hast gar kein Fell. Das ist doof. Wo ist denn der andere? Aber wir müssen noch ein Schaf holen. Da, der hat Fell, der hat Fell. Oder, Moment, wir haben 3 Schafe jetzt, ne? Aber eins ist noch klein. Ja, dräng dich doch noch mehr dazwischen. Wie soll ich dich denn hier hochnehmen, wenn ich dauernd den anderen anklicken muss? So, jetzt haben wir ja alle Generationen an Schafen. Die mit der Wolle, die ohne Wolle. Und die Wolle hatten und zur ohne Wolle geworden sind. Und, ja, das Kleine. Komm mal her.
Ich muss dich doch lieb haben, damit du groß wirst und viel Wolle bringst. Da kommt die Kuh auch schon wieder, so nach dem Motto. Ja, und ich bringe viel Milch und ich werde hier nur ignoriert. So, bleib stehen. Du auch noch. Komm her. Ich wollte schon die ganze Zeit einen Schluck von meinem Bio-Eukalyptus-Tee trinken, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Oh, das Kleine hat gerade so süß unten im Rand geguckt. Das war nicht mehr. Ich mag das total. Merkt man mir das an? Nee, oder? Okay, wir haben Donnerstag, 9.10 Uhr. Dann würde ich sagen... Ach, Kitty haben wir total vergessen. Entschuldige, Kitty. Meine Lebensgefährtin, wollte ich gerade sagen. Ja, auch irgendwie Leidensgefährtin. Wie nennt sich das? Meine Magiebegleiter? Ach, ich komme gerade nicht drauf. Mein Gott, wenn man einmal was sagen will, dann ist es früh am Morgen. Ich habe die halbe Nacht... Ja, die halbe Nacht nicht, aber ich habe sehr wenig geschlafen heute Nacht, weil es auch noch so gestürmt hat und ich dann auch nicht einschlafen konnte. Dann war das Problem, dass mein Hörspiel gerade so spannend war. Also ich höre ja abends immer Hörspiele, bevor ich dann einschlafe. Normalerweise geht es relativ schnell. Ich mache das dann an. I found something. Und 5 Minuten später bin ich a weg. Recipe. Aber wenn es dann so spannend ist und man weiterhören möchte, das ist dann blöd. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr Hörspiele abends hört, hört keine Thriller. Beispielsweise. Aber am besten auch keine actionreichen Fantasy-Spiele, weil sonst könnt ihr nicht einschlafen. Also Geschichtenspiele. Vada Puff, Mumbai Burger. Hört sich beides seltsam an. Aber da haben wir das Rezept auf jeden Fall für bekommen. Ich würde mir gerne so ein Eichhörnchen mitnehmen. Ich bin etwas traurig, dass das nicht geht. So, hier ist nichts mehr, so wie es aussieht. Theoretisch müssten wir noch eins zum Ausgraben bekommen. Aber nicht hier. Ich gehe nochmal kurz hier oben gucken. Jetzt habe ich übrigens gar nicht drauf geachtet, wie viele Tage wir jetzt noch den Temposchubzauber haben. Nee, das ist aber auch nichts. Na gut. Schade, schade. Dann geht's diesmal ab nach... Ich will immer Fairhaven sagen. Ich weiß nicht, warum ich das... Das hier ist Fairhaven. Ach, merkt ihr das doch endlich mal. Ich bin wieder so verwirrt. Aber ich bin ja immer verwirrt. Das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Ist ja nichts Neues mehr. Ich wusste, wenn ich jetzt da rauskomme, ist hier ein dicker, fetter Fisch drin. Ihr könnt mich doch alle mal. Ach nee, man darf ja jetzt neuerdings nicht mehr fluchen seit den neuen Bestimmungen. Also von YouTube. Oh, quick! Nee, nix quick. Nimm den anderen. Oh, yeah. Und ich habe gerade festgestellt, man sollte den Tee nicht direkt trinken, nachdem er gekocht wurde. Man könnte sich daran die Zunge verbrennen. Wesley. Wesley, have you ever heard of any other place that has to change their seasons? Not exactly. But in one of Shakespeare's plays, the Queen of the Fae has a speech about the seasons changing when they shouldn't. And the cause? Too much Fae magic. Shakespeare? Feenmagie? Ich glaube, ich muss noch mal gucken. Ah, können wir nicht diese Inneneinrichtung? Also die ganzen Bücherregale, die nehme ich sofort mit. Und der Stuhl, der sieht auch cool aus. Müssten ihm noch mal... Ich glaube, Wein mochte er, ne? Müssten wir ihn noch mal machen. Aber erstmal müssen wir das machen. Ja, genau. Shelby is more mysterious than even most Fae. I often wonder what stories he has yet to tell. Ich habe mich übrigens vertan. Das habe ich dann gemerkt in dem Moment, wo ich geklickt habe. Das ist nämlich bei ihm. Oder? Nee, das war... Ach so, Ariel heißt er. Ja. Nee. A little birdie told me you'd stop by. Knowing you, it was an actual bird. Of course. He sings about everything. So, und nachdem ich ja wenig geschlafen habe und überhaupt nichts mehr von dem weiß, was alles passiert ist in der letzten Folge, kann ich mich jetzt gerade noch so vage dran erinnern, dass wir ja hier bei der... Das war jetzt ein Kobold, oder? Meine ich. Dass da das mit der Quest gewesen ist. Can I get to work on the wild broom yet? Oh, please say yes, please. It's your lucky day, Zephyr. I have everything you asked for. Woo! Ha! Time to do some crafting. You're really into this, huh? I just love my work is all. Come back tomorrow, and I'll have your new ride ready.
Und ich habe schon gedacht, ich bin jetzt aufgeregt. Besen können nicht nur kehren. Warte, bis Zephyr mit der Verzauberung des Besen fertig ist. Oh Gott. Not to get all gushy, but I wonder if I'm still here because I'm boring deep down inside. I guess I just like my routine. It's a good one. Okay, dann haben wir schon mal wieder was, worauf wir uns freuen dürfen für den nächsten Tag. Sehr schön. So, Thomas haben wir abgeschlossen, aber wir könnten hier mal kurz runtergehen, um nochmal ein bisschen zu sammeln. Unkraut werden wir ja anscheinend die nächsten Wochen nicht mehr bekommen. Ich gucke auch mal eben. Er ist auch gar nicht da. Wahrscheinlich ist er irgendwo am Strand oder so. Das springt mir hier gerade so ins Auge. Weil ich würde mir gerne noch ein Schaf leisten können. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel die kosten. 250 waren, glaube ich, die Hühner, oder? Ich weiß es echt nicht mehr. Waren das 1500 oder so? Oder mache ich das jetzt gerade viel zu teuer? Ich bin mir nicht sicher. Komm, der nächste ist der Große. Das hat er gehört. Diese Fische sind immer so nett. In 95% der Fälle hören sie auf das, was ich sage. So. Oh, er hat was Neues. How are your crops doing now, Thomas? That spell of rain helped, but too much more right away might mean my topsoil washes away. When the soil is too dry for too long, it can't take a lot of water at once. It would be better if harvest season comes soon. Die Erntesaison. Also das heißt, er meint, wir müssten jetzt die Jahreszeit wechseln. Ja, das hatte ich vor. Ich wollte aber vorher noch alles erledigen, was wir machen müssen. Was halt wieder blöd ist, ne, ist die Sache mit dem Honig. Das heißt, ich würde gerne noch die 2 Tage warten, bis der Honig wirklich soweit ist. Ich hoffe, ich denke dran. Also den unten haben wir jetzt beide, glaube ich, abgeerntet. Oben weiß ich jetzt gerade nicht. Bei einem ist es auf jeden Fall so gewesen, dass der noch zwei... Nee, oben den einen... Haben wir den jetzt abgeerntet? Ich bin mir nicht sicher. Der zweite ist auf jeden Fall so, dass der noch 2 Tage, schätze ich mal, braucht. Und das wäre jetzt blöd, wenn ich dann erstmal wieder tagelang warten müsste, bis die Blumen dann wieder gewachsen sind. Weil die Blumen können ja mal wieder nicht in verschiedenen Jahreszeiten wachsen. Das ist so blöd gemacht. Also nicht gemacht, sondern von der Natur sozusagen blöd gemacht. Ich möchte meine Sonnenblumen das ganze Jahr über haben. Ich finde das unfair. So. Es wird heute wieder eine kleine Angelfolge. Es tut mir wirklich leid. Was müssen wir überhaupt noch machen? Das ist jetzt die große Frage. Also wir müssen jetzt noch einen Tag warten, bis wir die Sache mit dem Besen bekommen. Ich muss gleich mal gucken, ob wir noch eine andere Quest haben. Das mit den Steinen. Also ich nehme an, das sind die Steine da hinten. Das wollen wir ja auch noch machen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob wir dafür eine neue Quest bekommen hatten. Stelle die Herbstritualzauberformel her. Och, okay, okay, okay. Ja, da gucke ich am besten gar nicht drauf, weil das macht mir nur schlechte Laune, weil wir einfach kein Unkraut bekommen. Wie es ihnen nach dem Regen geht. Ach so, okay, das ist wieder eine neue Aufgabe. Ja gut, aber die Herbstzauberformel, die müssen wir auf jeden Fall noch machen. Dann würde ich sagen, ach, da sind sogar 2 drin, dass ich hier nochmal kurz angel. Oh, quick one! Das war sogar der richtige, das war so hell, ich habe gar nichts mehr gesehen gerade. So, dass ich dann auch gar nicht zu den anderen Stellen komme. Gar nicht zu den anderen Stellen gucke. Ja. Ihr kennt ja mein Deutsch, wenn ich wenig geschlafen habe. Das ist ja nicht so schlimm. So. Das sind mehrere. Ja gut, die brauchen auch dementsprechend länger. Achso, Fischstäbchen können wir auch mal kurz machen. Und dann müssen wir die Herbstformel eventuell machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die überhaupt machen können. Ich bin zu weit, oder? Nee, doch nicht. Naja, immerhin nochmal 5 Fischstäbchen. Das ist ja auch wieder recht gut. Du sollst eigentlich runtergehen. So.
Moment, die Formeln, die waren hier. Herbst, Herbst, Herbst. Oh. Ich sag jetzt nicht das Wort. Oh je. Rubin. Und Ringelblume, die kann ich doch gar nicht... Kann ich die pflanzen? Habe ich die gepflanzt? Ich bin mir nicht sicher. Oh nee, das dauert dann noch so lange. Das ist doch scheiße. Papier ist kein Thema, schwarze Tinte ist kein Thema. Schwarze Tinte kann ich schon mal eben machen. Ich würde sagen, dann machen wir mal 5 Stück, damit wir nicht immer... Papier mache ich oben. Ringelblumen. Ich weiß, ich habe was, um Ringelblumen zu pflanzen. Ich weiß aber nicht. Ich habe überall die schönen Dingsblumen gemacht, ne? Hier, Papier. Ach, Quatsch, Papier. Wo stehe ich denn schon wieder dran? So. Das ist Papier, nicht das andere. Ah, jetzt habe ich natürlich auch nichts, wo ich die drin pflanzen kann. Und die brauchen jetzt definitiv noch ihren... Ja gut, das dauert halt noch länger, ne? Oh, ist das ein Mist. Das hat jetzt neu angefangen, das ist okay. Ja, sonst muss ich es tatsächlich hier reinmachen. Das sieht zwar scheiße aus. Nein, ich will das machen, was ich markiert habe. So. 4 Sonnenblumen. Ich wollte keine Sonnenblumen haben. Na gut, wenigstens habe ich einmal Ringelblumensamen da. Das ist schon mal etwas. 4 Tage brauchen die. Oh je, oh je, oh je, oh je. Aber ich dachte, ich hätte die schon mal geerntet. Aber dann sind die tatsächlich verfallen, wa? Das ist ja mies. Also entweder sind die verfallen, weil die Jahreszeit weg war. Obwohl, ich habe jetzt hier die Sonnenblumen drin. Weil ich weiß, ich habe die am Anfang mal angepflanzt. Wieso habe ich einen Minentiefenschlüssel? Ach, den habe ich ja durch die Quest bekommen. Stimmt ja. Ja, dann... Ich muss noch mit den Leuten reden. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Und dann kümmere ich mich danach direkt um die Mine. Frage ist, mit wem muss ich jetzt überhaupt reden? Fangen wir mal unten an. Gut, mit dir muss ich ja so oder so reden. I've been dreaming of slicing up Wagyu, but the cost is a hard pill to swallow. I wouldn't be able to sell it for a reasonable price. Was zur Hölle ist Wagyu? Kein Plan. Mit dir muss ich auch noch, ne? Ja. Giva said none of her instruments predicted the rain we just had. I hope our weirdo island doesn't break her brain. So, bei ihm können wir zumindest mal eben ein paar neue Köder kaufen. Reden müssen wir eigentlich nicht mit ihm. Nett, ne? Reden müssen wir nicht mit ihm. 17 neue Köder. Dann sind wir wieder genau auf 30. Obwohl, er hat ein blaues Herz. I don't know what I'd do if Amira left. Seems like every other thing in me breaks down as soon as she sends me home. Also, das irritiert mich irgendwie, aber es geht doch... Es kommt trotzdem noch oben rein. Das irritiert mich jetzt wirklich, weil normalerweise sind die ja alle Gold. I've healed so much since Giacomo's passing. I used to think it meant I'd hurt less to think of him. But for me, it means being able to feel more than just grief. So, wir verkaufen alle Fischstäbchen. Und ich war jetzt auf 5 eingestellt, aber wir haben insgesamt 17 gehabt. Ja, mit ihr kann ich reden. Könnte ich reden, wenn sie sich nicht dazwischen quetschen würde. How are your animals now, Marty? Oh, they're doing much better. I was able to refill their troughs and some backup barrels. I sheared the sheep for some relief from the heat. So now I know what it's like to get kicked in the face by a sheep. I hope fall comes soon, though. Still too hot for the rest of my livestock. Ja, ich aber... Achso. Konnte ich doch mal mit dem reden? Moment. Komm mal her.
Despite my clearly visible lack of horses, Natalia gave me a horseshoe the other day. She said they're lucky. She makes for a cute lady luck, don't you think? Okay. Ich komme noch immer noch nicht drüber hinweg, was er über das Schaf gesagt hat. My mom asked if I was eating. I told her that as long as Sophia's around, I am. Okay, mit ihr hatte ich schon gesprochen. Oh, wir sind jetzt locker befreundet. Ich glaube, das waren wir schon zweimal oder so, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, that rain was so refreshing. I've been starting to feel hopelessly caked in dust lately. Also mit anderen Worten, sie hat sich ausgezogen, ist nach draußen gegangen und hat erstmal eine Dusche genommen, oder was? So, wo ist er? Hier. I was thinking of asking Kai to teach me how to surf. Oh, really? Well, Kai doesn't swing by the center often, so maybe it's time I meet him where he's at. Ja, immer diese eigennützigen Aussagen hier, schrecklich. So, mal schauen. Noch hätten wir Zeit. Summer's almost over. Then I won't have to worry about getting heat stroke on the job. I tell you, sometimes I wish I'd become an IT guy. Die würden dann einen Hitzeschlag aus dem PC bekommen. Also keinen Hitzeschlag, aber einen Schlag quasi. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch was. Zack. Lag da jetzt? Ach, das war eine Grille. Ich wollte gerade sagen, lag da jetzt gerade Unkraut rum? Aber ich glaube, ich habe hier tatsächlich noch nie Unkraut gesehen. Hi. This heat has put everyone on edge. Maybe cooler temperatures will bring about cooler minds. Ja. This island has so much history left to be written. I'll be interested to see what comes next. Oh, jetzt bin ich so aufgeregt, weil ich den Herbst endlich holen möchte. Aber ich kann ihn nicht holen, das ist sowas von unfair. Weil ich jetzt erstmal 3 Tage auf diese blöden Blumen warten muss. Die ich schon hatte, nebenbei bemerkt. Also wir müssen es tatsächlich so machen, wenn wir das haben. Ich hoffe, ich denke daran, wenn wir das haben, dass wir die Quests natürlich beendet haben, die hoffentlich nichts mit dem Wetter zu tun haben. Na gut, wir haben ja jetzt eigentlich... Das mit dem Besen dürfte ja nichts mit dem Wetter zu tun haben, hoffe ich doch mal. Wir müssen noch 2 Leute, müssen wir noch mit sprechen übrigens. Wen haben wir denn oben? Die Sachen habe ich. Also die Geschäfte, die sind mal noch nicht abgelaufen, ne? Ne, mit dir habe ich schon gesprochen. So, mal schauen. Die hatte eigentlich nichts mit der Hitze zu tun. I became a teacher because I believe that children are our future. Oh, so do you have any kids? No, no way. I mean, not yet. Kids are great. I love kids. Ja, ja. Aber auch nur die von anderen Leuten, ne? Wenn man abends ins Bett möchte, dann bitte ohne Geschrei. So, sie dürfte... Ja, genau. Hi, Violet. Hi, Tara. Wasn't that bit of rain nice? My bees have just been dancing around. Wish it could have lasted, but it will be time for fall soon. Is the whole culture committee being turned into neighborhood watch thing my fault? Because it feels like my fault. Honestly, I think Otto was going to pull that at some point. You just forced his hand. Naja, gezwungen nicht. Er hat ihm geholfen, sozusagen, ne? You see? It rained! It's proof that all this town needs is a positive outlook and good leadership. But you didn't make it rain. Good leadership is what is needed to keep morale high and get us through any time of crisis. Things are getting pretty bad. Better help the coven turn the season as soon as I can. Bin ich auch für. Outrageous! Truly outrageous! And to think a valuable Fairhaven artifact was taken by these scoundrels! What exactly was stolen? A rock! But a very significant rock, I'm told. It's quite old and not from any local quarry.
Perhaps our thief is a geologist of some sort. Geologe, genau. Das ist die neue. Ach so, mit ihm habe ich schon... Obwohl, muss ich mit ihm über das Wetter reden? Nee. Okay. Ah, summer's lease hath all too short a date. Come again? Don't mind me. I'm just quoting from the sonnets. That line meant, summer doesn't last forever. Which is appropriate, since it's almost over. Look, it's totally normal to walk around quoting Shakespeare, okay? Ja, die Frage ist jetzt nur, wo ist jetzt der Letzte, mit dem ich sonst noch reden würde? Gucken wir mal. Unten am Strand, da war ich nicht. Oder eventuell in der Mine, weil das müsste ja eigentlich die Schmiedin dann sein. So, hier bin ich vorher nämlich noch nicht lang gelaufen. Ich nehme ihn noch einmal kurz mit. Ihr seid gemein. Ganz gemein, obwohl ich ja eigentlich meine Vorräte in der Mine brauche. Wenn ich jetzt auswendig wüsste, auf welcher Etage ich dann eigentlich sein muss, das ist eine gute Frage. Und jetzt der Große. Wunderbar, wie die hören heute. Dankeschön. So, aber hier steht jetzt niemand mehr. Nein, ich habe euch nicht gesehen. Ihr seid sowieso klein. Ich glaube aber auch nicht, dass die wandern gegangen sind. Also wenn, dann denke ich mal, wenn es die Schmiedin ist, dass die irgendwo vor der Schmiede steht. Das macht die ja schon mal öfter. Ja, da oben steht sie. Ich weiß aber nicht. Also es könnte gut sein, dass sie das ist, mit der ich sprechen muss. Sieht aber nicht so aus. Das ist doof. Ach so, nee, ich habe schon alle. Oh, okay. Mach dich bereit, bald die Jahreszeit zu ändern. Ja, das ist klar. Da kommen wir ja nicht weiter schon seit keine Ahnung wie vielen Tagen. Da müssen wir noch einen Tag warten und da müssen wir insgesamt noch 3 Tage warten. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal in die Mine rein und werde noch ein bisschen farmen. Und wenn ich finde, was ich brauche, dann hole ich euch hinzu. Und ansonsten brauchen wir noch irgendwas. Wir können ja eigentlich auch nichts bei den nächtlichen Zauberaktionen hier machen. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich einfach schon mal. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.